Willkommen zu FN24 Audi Karriere. Wir sind heute bereits in Silverstone angekommen und ich würde mal sagen, heute könnte es echt toll werden, denn ja, was soll ich sagen? Ich meine, wir sind hier im British Home of Motor Racing und ich glaube auch tatsächlich, dass das heutige Rennen überraschend gut werden kann. Aber die Hoffnungen sind natürlich am Anfang immer groß da. Hier sehen wir uns also Silverstone an. 5,8 Kilometer. Wir haben aber nur zwei DRS-Zonen und an sich ist es eigentlich eine sauschnelle Strecke, was unseren Auto vielleicht ein bisschen in die Karten spielen könnte. Aber ich weiß natürlich, dass gerade nach den SST-Geraden verdammt schwierig werden wird zu verteidigen. Jetzt geht's auch mal rein ins Qualifying. Abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst gerne eine Nummer, schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vor. Links mal unten in der Bio. Wir sind hier in dem finalen Run. Eine Minute ist noch zu gehen. Eine 1:28.4 war meine erste schnelle Runde. Die hat mich auf den 11. Platz vorgebracht. Aber ich hoffe natürlich, dass wir noch ein bisschen Zeit finden, um da ja vielleicht noch ein bisschen weiter vorne starten zu können. Jetzt geht's hier raus. Eine Zehntel konnte ich finden. Exit, naja, ein bisschen gerutscht beim Kurvenausgang. Und hier gibt es leichten Windschatten. Weiß nicht, ob der was bringt, aber er hat uns jetzt mal hier Purple im ersten Sektor gebracht. Was für ein, ja, gottlos erster Sektor war das denn bitte? Lila! Und das mit dem schlechtesten Auto am Grid. Ich glaube tatsächlich, dass uns der, ich glaube, dass ein AlphaTauri da vor uns ordentlich, ja, zieht. Das wird natürlich unfassbar. Ich hoffe auch, dass vielleicht auf der nächsten Geraden das funktionieren könnte. Cops Corner hier Full Speed durch. Leichter Tow gibt es hier immer noch. Und jetzt geht's rein in Margots. In Beckett's und natürlich noch in Chapel. Sehr, sehr geniale Kurve, aber in der mittleren Kurve habe ich ein bisschen einen kleinen Schnitzer drin gehabt. Aber ich bin dennoch 7 Zehntel schneller als Fernando Alonso auf den 9. Platz. Hier gibt es jetzt einen fetten Tow und es war ganz unbewollt, würde ich fast sagen, ungewollt. Aber wir kommen hier wirklich gut rein. Wir sind hier auf den letzten Metern in dieser Runde. Daniel Ricciardo ist das hier, der uns da vor uns wirklich gezogen hat. Der Curb war nicht so toll. Ja, durch die letzte Kurve durch und wo bleibt die Uhr stehen? Das war wirklich eine bombastische Zeit. Vermutlich mein bestes Qualifying. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Oscar Piastri, Russell, Sainz, der Professor, Verstappen, Stroll, Leclerc, Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Hülkenberg, Albon, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Joe, Ricciardo, Sargent, Perez und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Und es wurde dann sensationell der 6. Platz, Leute. Ich bin wirklich mehr als zufrieden. Hab mir viel, viel weniger ausgemalt, gerade nach dem ersten Run. Aber der Tode hat halt wirklich ordentlich was gebracht. Und wir sind halt in einer Umgebung, wo ich mich gar nicht, ehrlich gesagt, gesehen hätte. Jetzt geht's auch mal rein ins Rennen, Leute. Abonniert gern kostenlos den Channel. Schaut auf Instagram und auf TikTok vorbei. Lights out und let's go hier zum 12. Run unserer Audi-Karriere. Wir kommen verdammt schlecht vom Fleck weg. George Russell und Carlos Sainz kommen viel besser weg. Das Gute ist aber auch, dass dahinter mir nicht viel kommt. Max Verstappen, der amtierende Weltmeister, drückt da direkt hinter uns an. Weniger als 2 Zehntel ist er dahinter uns. Wir positionieren uns hier so ein bisschen mittig. Ich hoffe so, dass da ein paar Berührungen gibt zwischen George Russell und Carlos Sainz. Und da hält, ja, Max Verstappen rein. Damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Aber ja, ich wusste jetzt auch nicht genau, dass der da jetzt genau an dieser Stelle da auch irgendwie draufhalten will. Sainz und Russell, aber davor wird es noch interessanter, denn da gibt es noch einen Fight zwischen Lewis Hamilton und Oscar Piastri, was die ganze Bande davor mir so ein bisschen ins Zusammen, ja, quetschen, ja, Zermonik-Effekt-mäßig hier macht. Wir gehen hier auf die alte Start- und Zielgeraden, ziehen uns jetzt hier ein bisschen an Carlos Sainz dran und das bis jetzige Rennen läuft eigentlich ziemlich gut. Wir blicken noch einmal auf den Start, der Bug ist weg mal mit der Startampel, das ist gut. Und wir blicken jetzt noch einmal auf den Start. Wir sind das 3. Auto von links, das rote mit dem roten Heckflügel. Wir kommen an und für sich eigentlich gut weg vom Fleck. Max hat einen eher schwachen Start. Und ja, auch mein Start war jetzt natürlich nicht gerade das Beste. Ich hoffe auch, dass auf der Replay die nächste Kurve noch drauf ist, denn das ist für mich noch viel interessanter. Ich gehe so ein bisschen außen. Ja, aber der hält auch gottlos rein. Also ich habe nicht damit gerechnet. Also der war eigentlich nicht in der Lage, hier reinzugehen. Er hat halt nur gesehen, dass ich ja so ein bisschen weiter nach außen gegangen bin und der wollte halt da
irgendwie was versuchen. Also das war jetzt nicht gerade ein Overtake-Versuch oder gerade unbedingt meine Schuld. Ich würde mal fast sagen, das ist 50-50. Jetzt sind wir an Carlos Sainz hier dran in der zweiten Runde, aber die Pace ist dann wirklich schon abnormal. Die Spitze hier aufweist, also gerade Lewis und Piastri, die pushen sich unnormal, aber auch Lando, der hat da schon eine riesen Gap, weil es halt wirklich hin und her geht zwischen den zweiten bis fünften Platz. Also da ist wirklich ein oder andere Sainz jetzt ein bisschen abgeschlagen, da kommen wir ein bisschen bei Kopfkorn auf den Körper drauf, das kostet enorm viel Zeit. Und nun ist auch Charles Leclerc dran, der mittlerweile an Max Verstappen vorbeigegangen ist. Jetzt geht's in Chapel hier rein und ich muss hier, weit auf den Körper gehen, das war gar nicht gut. Glücklicherweise gibt es noch das DRS, das bedeutet, ich habe, glaube ich, noch Chancen, hier vorne zu bleiben. Und da hält er nicht rein, der hält da rein, zu dritt geht's ins Stow und jetzt ist in der Platz ausgegangen. Dennoch Sainz hat aufgeschlossen auf dieser Kampfgruppe. Jetzt wie auch hier. Alle aufgeschlossen vom zweiten bis zum achten Platz. Fahren jetzt alle innerhalb von nur ein paar Metern, so ein paar Sekunden. Ein, zwei Sekunden sind das nur. Turn 1 geht es hier rein, Full Speed, ein bisschen weiter auf den Körper gefahren, aber sonst ist es okay. Carlos Sainz, der legt sich hier auch schon ein bisschen an Hamilton zurecht. Das sehe ich doch auch schon. Hier beim Einlenken, nur nicht zu früh einlenken. Dann gehen wir hier früher rein, probieren natürlich andere Sachen aus. Hoffe, der rote Reifen hält das durch, rot-gelb. Ist natürlich für Silverstone, die ja eigentlich als Reifenfresserstrecke bekannt ist, eher ungewöhnlich, dass man solche Strategie eingeht. Fünfte Runde, ich kann mich hier tatsächlich an dieser Spitzengruppe dran nagen. Ich schaffe es immer wieder an gewissen Stellen, das DRS mitnehmen zu können. Das ist tatsächlich mein Glück, ich glaube sonst wäre Charles Leclerc, Max Verstappen, Esteban Ocon, also die ganze Kampfgruppe da hinter mir. Da geht es nämlich auch ordentlich zur Sache. Mittlerweile Ocon auf den 8. Platz und Max nur noch auf, ich glaube, hinter den Ocon, also, oder ist das beide? Ich glaube, das sind beide Alpine und dahinter ist der erste. Also, das ist tatsächlich eine ganz enge Nummer hier. Jetzt bin ich aber leider aus dem DRS ja quasi rausgeplumpst. 13 Runden sind es noch zu gehen, ja. Silverstone eher eine Strecke, wo man ja wenige Runden fährt, dadurch, weil er auch eine Runde fast 6 Kilometer, fast 6 Kilometer hat. Jetzt hier in die SS rein und wir sind 1,5 Sekunden abgeschlagen. Hier sind wir auf der Geraden, es gab eine Verwarnung. Okay, das sollte ich mir nicht öfters trauen. Ja, die Verwarnung ist auf jeden Fall, mit der komme ich, sage ich mir mal klar, komme ich eigentlich ja gut weg, weil das hätte, glaube ich, noch viel mehr geben können, wenn die Stewards da nicht alle Augen zugedrückt hätten. Jetzt geht's hier zu. Und ja, ich merke schon, der Fight, der wird härter, der wird intensiver. Der Fight hier um diesen sechsten Platz wird auf jeden Fall anstrengend, packend und auch rutschig werden, weil die Reifen hier natürlich auch schon nachgeben. 48% hat man im Motor, aber das sollte das noch easy mitmachen. Ich glaube auch, dass wir den Ungarn Grand Prix noch mit diesem Motor bestreiten werden. Also das juckt mich dann jetzt auch nicht, ob wir da irgendwie mit einem rauchenden Motor herumfahren. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Hinter uns legt sich Charles Leclerc so ein bisschen uns zurecht. Der probiert hier wirklich vieles aus. 2,7 Sekunden. Sainz ist jetzt abgeschlagen. Also jetzt heißt es wirklich nur noch bei mir hier quasi ums Überleben kämpfen. Ich muss jetzt mal gucken. Und Leclerc, bitte, hast du nicht das 2021 gelernt, obwohl du nicht dabei warst? Aber ja, das war echt nicht gerade die feine Englische. Wir sind hier auf der langen Geraden und Charles Leclerc quetscht sich hier durch. Ich kann hier nichts machen. Können wir hier kontern? Nein, er ist zu schnell hier. Dieser Ferrari zieht uns auf der Geraden ab. Und es ist tatsächlich kein Ende in Sicht. Dennoch viele, viele hinter uns. Wie auch ein Lance Stroll hier, der unter anderem es quasi versucht hat, an Verstappen ist jetzt vorbeigegangen und jetzt ist er auch nur noch 6 Zehntel hinter uns. Vielleicht gönnt uns aber Charles Leclerc so ein bisschen den Toast. 7. Platz, wie auch noch ein tolles Ergebnis, Leute. Also tatsächlich, auch wenn Esteban noch vorbeifährt, obwohl den will ich nicht vorbeilassen. Ich mag ihn persönlich nicht und vor allem ist er auch in der Weltmeisterschaft ein direkter Konkurrent zu Audi und das ist natürlich der viel wichtigere Punkt. Aber seid ehrlich, habt ihr Sympathie für Esteban Ocon? Wir gehen hier tatsächlich in die Box rein, Ende 7. Runde, Lance Stroll ist vorbei und ja, ich hätte es vielleicht noch eine Runde rauszögern können, aber das wäre dann natürlich auch auf die Reifen gegangen. Box, jetzt heißt es wieder Arschbacken zusammenkneifen, ich drücke uns die Daumen, wir müssen hier tatsächlich einen tollen Stop hinlegen, sonst ist die Gefahr da, dass wir den 7. Platz nicht halten können. Leute, bitte, bitte, bitte. Drückt uns alle Daumen, die es hier gibt. Und jetzt geht's rein.
Time to shine, meine Jungs. Wir stehen hier, wir stehen. Jetzt, Mann, 2,4 Sekunden. Einer der besten Stops der Season und vor allem endlich mal problemlos. Also das ist wirklich eine Ausnahme und nicht die Regel bei uns hier. Gehen also raus hier aus der Box. Max Verstappen war auch schon drinnen. Der ist jetzt hier im direkten Duell vor uns. Wir gucken uns das hier noch einmal an und ich verstehe halt auch nicht, warum ein Charles Leclerc hier so blind blauäugig hier reinhält. Das war in der vierten Runde. Also das ist wirklich sowas von unnötig. Fünfte Runde. Wir gehen hier auf diese lange Geraden und hier, ja, versuche ich so ein bisschen zu waven. Aber die haben das schnell erkannt und ich war hier ganz spät auf der Bremse. Es ist glücklicherweise kein Schaden an irgendjemanden passiert. Aber das, ja, darf ich mir nicht erlauben. Das ist wirklich, ja, dumm gewesen, diese Dive-Bomb hier reinzugehen. Wir sind in der neunten Runde, Leute. Jetzt sind die ersten Jungs an der Box und Verstappen war noch gar nicht drinnen, okay? Das ist interessant. Eindeutig ist das interessant. Gab es da vielleicht einen Schaden? Also ich war es nicht. Tatsächlich kann ich das gar nicht gewesen sein. Also der war ja nie da. Und hier kommt Pierre Gasly raus. Schaffen wir das vor dem Franzosen? Und ja, es reicht. Hier ein bisschen weiter gegangen. Und wir hätten fast sogar wieder Charles Leclerc gehabt. Der ist nur 1,3 Sekunden hier vor uns. Leider gibt es kein DRS, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass wir die Ferrari da undercutten. Das war nicht mein Plan. Es war ehrlich gesagt eher mein Plan, hier mal ein bisschen Luft zu bekommen. Und die ist ehrlich gesagt nicht da. Dieser Plan ist gescheitert. Wir sind 13 auf den 12. Platz, aber vor allem sind jetzt beide Alpine-Jungs genau in Schlagdistanz und könnten hier jetzt einen Mega-Angriff starten. Aber ich habe natürlich Hoffnung, dass unsere, sagen wir mal, aufgewärmteren Reifen hier vielleicht funktionieren. Ab in Cops Corner hier rein. Und ja, eins ist auf jeden Fall, zeichnet sich hier ab. Charles Leclerc, der kann uns auf und davon fahren. Das ist ganz klar, hier über die Curbs drüber rattern. Die machen hier wirklich ganz, ganz viel Spaß. Gerade diese S's aus diesen Kurven raus. Und wir gehen hier auf dieser Geraden. Mal beten, dass sich das ausgeht mit diesen 3% DRS. Aber das schaut gut aus. Wir gelingt es hier mal, vorne zu bleiben. Und bei Stowe können wir den Anker werfen. Es sind nur 1,4 Sekunden. Ich war auf dieser langen Geraden sogar schnell. Das bedeutet auch, mein Exit aus Chapel war hier verdammt gut. Ab in diese letzte Schikane rein. Und da fängt das Auto wirklich unnormal an zu rutschen. Mein Teamkollege ist an die Box gegangen. Und jetzt ist auch der Rest der vorderen Bagage in der Box. Mal gucken, wo wir rauskommen. Jetzt wird's ganz eng. Hier fährt nämlich gerade auch unser größter Widersacher leider wieder vor uns raus. Auch Oscar Piastri ist vor uns draußen geblieben. Wir gehen hier auf die lange Geraden. Sergio Perez ist jetzt hinter uns. Und der ist, glaube ich, auch von weiter hinten gestartet. Das könnte aber jetzt noch reichen, um den Mexikaner hinten zu halten. Wir haben noch 4 Runden zu gehen. Und ich hoffe, dass wir heute diesen 7. Platz ins Ziel retten können. Vieles spricht dagegen. Wir haben hier natürlich mit Perez, Gasly und Ocon gleich 3 Jungs, die mich hier quasi das ganze Rennen schon irgendwie attackieren, verfolgen, andrücken, Gas geben wollen und mich hier irgendwie stürzen wollen. Aber ich halte bis jetzt noch allen Stand. Ich frage mich auch, wie Carlos Sainz mit dem weißen Reifen vorne schneller fahren kann als sein Teamkollege. Wir sind hier erneut in der ersten Kurve in Runde Nummer 16. Eine Zehntel ist Sergio Perez jetzt hinter uns. Es ist so knapp. Jeder Sektor ist wirklich eine Tortur. Ich hoffe, dass das Rennen bald zu Ende ist, denn das ist wirklich eine unfassbare, ja, Last hier. Die Jungs dahinter uns. Ich habe hier wirklich das halbe Feldgefühl an mir hängen und niemand kann irgendwie vorbei. Niemand, kommt mir hier irgendwie zur Hilfe. Leclerc ist jetzt an Sainz vorbei, habe ich den Shuttle leicht verpasst. Probieren wir mal. Vielleicht funktioniert es mit mehr Schwung aus der Kurve raus. Nee, das war einfach nur scheiße erwischt. Mal schauen. Vielleicht könnte es trotzdem reichen, um den 7. Platz hier einfahren zu können. Es sind viele Jungs hinter mir, die mich jetzt ja catchen wollen. Stowe hier, Cops Corner natürlich, sorry. Cops Corner, gut erwischt. Es ist rein. Wir sind hier in der 17. Runde, gleiche Stelle. Es geht hier einmal aufs Hügel, zweimal um Hügel. Und hier nur nicht den Scheitel verpassen. Eine Sekunde. Perez bekommt kein DRS. Das ist schon mal eine riesen Erleichterung. Denn das, damit hätte ich nicht gerechnet, dass Perez im vorletzten Run hier keine DRS-Möglichkeit bekommt. Das Problem, ich habe mich direkt ins Stowe verbremst und der ist jetzt wieder 7 Zehntel hinter mir.
Das bedeutet, in der letzten Runde wird es mir nicht mehr so einfach gemacht, Leute. Ab durch die letzte Kurve und wir sind in der letzten Runde des British Grand Prix. 10 Sekunden ist die Konkurrenz vor mir bereits weg. An der Spitze ist, glaube ich, alles entschieden. Nein, nicht ganz. Also nicht ganz ist da vorne alles entschieden, aber ich glaube doch, das ist Norris, der allein hier rumkurft. Also Norris managt dieses Rennen, der wird das Easy Going gewinnen. 8 Zehntel des Perez hinter uns. Exit hier gut, wir blicken noch einmal auf die Replay von Runde Nummer 11. Da sehen wir das Ganze. Da drückt einerseits mal der eine Alpine an und wow. Und dann hier, ja, können wir das gerade noch so abwehren mit einem Late Move wie Mad Max damals so. Und hier hält da mal der Alpine rein und da konnte ich gerade noch so wieder zurückkontern in der 12. Runde. Und hier, oh mein Gott, was macht denn Checo hier? Also das war mal auch nicht so sauber, mein lieber Mexikaner. Und auch ebenfalls in der 12. Runde, bevor wir ihn da so ein bisschen mit Absicht etwas weiter rausdrücken. Meine Absicht war es natürlich bei dieser Sache, dass vielleicht der ein oder andere Alpine durchschlüpft, weil halt wirklich Perez verdammt schnell ist. 15. Lando Norris gewinnt den Grand Prix, das ist für mich keine große Überraschung. Es geht hier noch einmal diese beschissene lange Geraden entlang. Mein Gott, da gab es auch einen Flügelschaden. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht an mir liegt, sondern an der Kollision, die er da vorhin mit den Alpine-Jungs hatte. Uns gelingt es hier auch tatsächlich, nach diesem Stow-Overtick uns zurückzukämpfen. Und wir beenden den großen Preis von Großbritannien auf den 7. Platz und nehmen wertvolle 6 Punkte mit, Leute. Für alle, die sich gewundert haben, es ist Kriegsstufe 97, aber ich habe Traktionskontrolle hier eingehabt, weil ich einfach kein Setup finden konnte, das mich hier wirklich irgendwie Hoffnung ins Auto gebracht hat, deswegen bin ich mit TSC eingefahren, aber sonst sind die Einstellungen alle gleich geblieben. Dass wir beide Alpine-Jungs hinten halten konnten, war natürlich eine mega, mega Sache und ein Riesengewinn für uns. Denn somit holen wir hier wieder wertvolle 6 Punkte, ziehen an Alpine jetzt langsam aber sicher vorbei und auch in der Weltmeisterschaft sieht es verdammt gut aus. Mal gucken, wo es Chano hingeschafft hat. Vorletzter, das ist ehrlich gesagt, naja, er war 26 Sekunden hinter dem, ja, 22. Hinter den 20. Platz, das ist dann natürlich doch ein bisschen ernüchternd. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dem in der nächsten Season weitergeht. Das Material ist natürlich immer noch kacke. Also das Auto ist wirklich kacke, kacke, kacke. Und ich hoffe auch, dass wir da eventuell in naher Zukunft endlich mal abschließen können. Wir sind ja von der Leistung her immer noch ein Sauber. Also nicht mal noch ein Sauber. Wir sind auf diesem Zeitentableau, oder wie das nennt, sind wir auf dem letzten Platz mit Abstand. Ich hau da natürlich ja, ab und zu eine Mega-Leistung raus, aber das kann natürlich ein Chano nicht, der hier tatsächlich natürlich ein blutiger Anfänger ist. Wir gehen hier zurück, sind das nächste Mal in Ungarn und da male ich mir wirklich absolut gar nichts raus. Denn Ungarn ist wirklich eine Strecke, da brauchst du auch wirklich ein gut abgegradetes Auto und das habe ich halt wirklich absolut nicht. Aber das sehen wir dann hoffentlich morgen oder übermorgen hier wieder. Ich würde mich natürlich freuen, falls du es noch nicht habt, oder falls ihr es noch nicht habt, da sehr gern kostenlos den Kanal abonniert, lasst doch gerne Daumen hier oben da und schaut gerne auf @gaming auf Instagram und auch gerne auf @tobi auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zugucken und ciao.